Hallo ihr Lieben, liebe Grüße aus Dortmund. Heute bereite ich Pilzrisotto mit Parmesan vor. Ganz lecker. Das sind die Zutaten. Vier Stiele Petersilie. Ich habe gefrorene genommen, weil ich keine frische gefunden habe im Kaufhaus. 90 Gramm Parmesan. 250 Gramm gemischte Pilze. Eine Schalotte, 30 Gramm, also ich musste zwei nehmen. Zwei Zehen Knoblauch. Ich habe meinen Knoblauchgrundstock. 60 Gramm Butter. 400 Gramm Risotto-Reis. Eineinhalb, 1,2 Liter heiße Hühner- oder Gemüsebrühe. Dafür verwende ich wieder mein Vegeta. Fünf Zweige Thymian. Ich habe getrockneten. Eine Prise Chili-Pulver. Eine halbe Zitrone. Salz und Pfeffer zum Abschmecken. So, als erstes die vier Stiele Petersilie waschen, trocken schütteln, die Blättchen abzupfen und in den Mixer geben. 90 Gramm Parmesan grob würfeln und dazugeben. Stufe 8 Sekunden, Stufe 8 zermalmen. Dann die Petersilie und Parmesanmischung in eine Schüssel umfüllen und beiseite stellen. 250 Gramm gemischte Pilze putzen, je nach Größe halbieren und in den Mixbehälter geben. Ja, es sind 375 Gramm, aber was mache ich mit den restlichen Pilzen? Ist überladen, schon klar. Die Turbo-Taste für eine Sekunde gedrückt halten. Ich mache mal zwei. Ja, könnte ruhig noch mal, ne? Ist ein bisschen groß. Noch mal eine Sekunde. Die Pilze in eine Schüssel umfüllen. Sieht jetzt auch schon besser aus. So, da ist noch ein bisschen den Rest am Rand wieder runterdrücken. Den Mixbehälter ausspülen und trocken auswischen. Eine Schalotte. Sind 20 Gramm, sage ich doch. 30 brauchen wir.
30 Gramm, das ist ja schön. Die Turbo-Taste für 3 Sekunden gedrückt halten. Alles wieder nach unten schauen. Butter abbiegen, also eine kleine Schüssel auf den Mixbehälter stellen und daran 60 Gramm Butter abbiegen. Habe ich gemacht. Davon 2 Esslöffel Butter in den Mixbehälter vergeben. Zwei Esslöffel, dann nehmen wir das nochmal raus. Den Messbecher aus dem Deckel entfernen. 3 Minuten Stufe 1, 120 Grad. Bis gleich. So, noch 2 Sekunden. Okay. 400 Gramm Risotto in den Mixbehälter geben. Hier drin 500 Gramm, okay. Genau 400 Gramm, 1 Minute Stufe 100 Grad, 120 Grad. So, und weiter geht's. 1200 Gramm heiße Hühnerbrühe oder Gemüsebrühe in den Mixbehälter geben. Also wie gesagt, ich nehme meinen Vegeta. Zehn Gramm. Jawohl.
Minuten Stufe 1, 95 Grad. Oh, der Deckel ist nicht verschlossen. Gut, das habe ich dran erinnert. Also bis nachher dann. So, noch 3 Sekunden. Thymian waschen, trocken schütteln und die Blättchen abstreifen. Pilze und Thymianblättchen in den Mixbehälter geben. Thymian. Pilze. Einmal kurz unterrühren. Messbecher in den Deckel einsetzen. Acht Minuten Stufe 1, 95 Grad. Linkslauf natürlich. Bis gleich. So, hier steht danach mit Chilipulver und Zitronensaft würzen. Ich mache das jetzt schon, damit es auch entsprechend vom Reiskorn aufgesogen wird. Und das finde ich eigentlich logischer. Das riecht richtig schön nach Pilzen. Und wie immer, einen Teelöffel Zucker, das steht auch nicht im Rezept, hinzufügen als natürlicher Geschmacksverstärker. Und das Chili-Pulver habe ich noch nicht dazu gegeben. So, da kann es schon mal legen. Noch 2 Sekunden. So, Petersilie hinzufügen. Die restliche Butter. Parmesan. So, mit dem Spatel unterrühren.
Während des nächsten Schrittes mit dem Spatel mitrühren. 30 Sekunden Stufe 3. Dazu sollte man eigentlich den normalen Spatel nehmen und hier nicht den Ersatzspatel. Und das Ergebnis ist wir mal probieren. Sehr pilzig, also nach Champignons, super lecker. Über einen Daumen hoch würde ich mich freuen. Viel Spaß beim Nachkochen. Bye, bis zum nächsten Mal.